Zauberhafte Bergseen und der spektakuläre Linsengrat sowie zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Die große Alpsteinrunde führt uns in 2 Tagen über den Sentis. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Unsere Wanderung startet vom Parkplatz am Ortsausgang von Schwende. Zunächst geht es zu Fuß in gut 45 Minuten nach Brülisau. Dort befindet sich der eigentliche Startpunkt der Wanderung Alpsteinrunde in 2 Tagen, wie sie als Tourenvorschlag auf der Website appenzell.ch zu finden ist. Im Anschluss an Brülisau waren die ersten 1,5 Kilometer auf einem Asphaltweg noch flacher Natur. Dann geht es aber auf einem steilen Forstweg gut 350 Höhenmeter direkt hinauf bis zur ersten Einkehroption, dem Plattenwödeli. Dort angekommen erwartet uns auf der schönen Terrasse zunächst ein leckeres Appenzeller Quellfrisch inklusive Gipfeli. Im Anschluss an die Einkehr führt die Route direkt entlang des schönen Semtiser Sees. Der See liegt auf einer Höhe von gut 1200 Metern und besitzt einen unterirdischen Abfluss, der im Rheintal wieder zutage tritt. Eine gute Gehstunde nach dem Semtiser See und 300 weiteren Höhenmetern erreichen wir schon die nächste Einkehrmöglichkeit, das Berggasthaus Bollenwes. Empfehlenswert dort, leckeres Rösti mit dem würzigen Appenzeller Käse, aber natürlich auch der wunderbare Blick auf den Fehlensee, superschöner Bergsee, der von einer traumhaften Bergwelt eingerahmt wird. Auf der folgenden Karte seht ihr unsere Route von der Bollenwes über den Wiederalpsattel zur Rotsteinpasshütte, den ursprünglichen Plan mit Einkehr in der Zwingli-Passhütte und dem 2300 Meter hohen Altmannssattel haben wir aufgrund der nebligen Verhältnisse in der Höhe heute verworfen. Die Wahl der Route, ob über Wiederalpsattel oder Zwingli-Pass, spielt kaum eine Rolle, was die Gehzeit anbelangt. Von Bollenwes bis zu unserem Tagesziel, Rotsteinpasshütte, sind es so oder so gut 4 Stunden. Mit schönem Blick zurück auf den Semtiser See und vorbei an der unbewirtschafteten Wiederalp geht es auf den 450 Höhenmeter zählenden Anstieg zum Wiederalpsattel. Am Wiederalpsattel auf 1855 Meter angekommen, genießen wir noch einmal den Blick zurück. Weiter geht es direkt unterhalb der Felswände des Hundsteins. Während dieser Wegabschnitt kaum Höhenunterschiede aufweist, bietet er gleichzeitig ein wunderbares Panorama auf die Bergwelt des Alpsteins. Dann folgt doch noch ein kleinerer Abstieg hinunter auf die Meglisalp. Gut 250 Höhenmeter geht es nun hinunter. Nach diesen 250 Höhenmetern im Abstieg gelangen wir an eine Kreuzung, von der wir weitere 100 Meter absteigen könnten zur nächsten Einkehrmöglichkeit, dem Berggasthaus Meglisalp. An der Kreuzung nehmen wir aber lieber den direkten Weg Richtung Rotsteinpasshütte. Nun geht es wieder aufwärts, insgesamt 500 Höhenmeter bis zur Hütte. Obwohl der Aufstieg sehr gut zu gehen ist, zieht er sich für uns etwas, geschuldet dem, dass wir schon eine Weile unterwegs sind. Nach einer Gehzeit von rund 7 Stunden ab Schwende gerechnet bzw. 6 Stunden ab Brülisau erreichen wir schließlich unser Tagesziel, die Rotsteinpasshütte, auf gut 2120 Metern. Mit einer ganz schön großen Herde Steinböcke direkt an der Hütte beginnt der nächste Tag. Es wartet für uns die Route über den Linsengrat zum Sentis, weiter über den Schäffler und das Escherhaus, zurück zum Startpunkt unserer Wanderung. Bei eingeschränkter Fernsicht geht es am Morgen direkt auf den spektakulärsten Wegabschnitt unserer Tour. Unser Weg führt uns zwischen Rotsteinpass und Sentis über den Linsengrat. Hier warten zahlreiche seilgesicherte und ausgesetzte Stellen auf uns, sodass Trittsicherheit und Schwindelfreiheit unbedingt mitgebracht werden sollte. Dabei bietet das trübe Wetter jedenfalls einen Vorteil: man sieht am Abgrund nicht hundertprozentig, wie tief es hinuntergeht. Ohne potenzielle Pausen und Wartezeiten beträgt die Gehzeit über den Linsengrat rund 1,5 Stunden. An dieser Stelle sei eine sehr nützliche Karte auf der Website appenzell.ch genannt. Dort dargestellt sind die allseits bekannten Wanderwegweiser inklusive der darauf enthaltenen Gehzeiten, was insbesondere bei einer Tourenplanung sehr nützlich sein kann. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vorteilhaft ist es auf jeden Fall, den Linsengrat anzugehen, wenn nicht allzu viel los ist, damit man Wartezeiten an den seilgesicherten Stellen verhindert, in unserem Fall mit der Übernachtung auf der Hütte und losgehen um 8 Uhr direkt nach dem Frühstück, war dies kein Problem.
Eine gute Viertelstunde vor dem Sentis wartet tatsächlich mal eine kleine Wolkenlücke auf uns, sodass wir den Sentis zu Gesicht bekommen. Direkt dort angekommen ist die Sicht aber wieder trübe, sodass wir uns erstmal der Einkehr widmen, leckerer Vespertella mit Appenzeller Käse und Wurst. Danach ist die Sicht aber auch nicht besser, sodass heute ein Gipfelschluck auf 2502 Meter im Nebel auf uns wartet, leckerer Whisky aus Karlsruhe, Skriptor, zum Wohl. Auf die Durchgangstür einer Seilbahnstation folgt ein kleiner Tunnel und noch einmal zum Abstieg vom Sentis, ein seilgesicherter Abschnitt, gut 30 Minuten lang. Der Abschnitt ist ähnlich wie am Linsengrat sehr gut gesichert, bietet darüber hinaus sogar Ausweichstationen, um entgegenkommende Wanderer vorbeizulassen. Auf dem seilgesicherten Abschnitt direkt unterhalb des Sentis folgt ein langes Schneefeld. An unserem 24. Juni, an dem wir unterwegs waren, sind wir darauf rund eine Stunde unterwegs. Mit robusten Schuhen und Stöcken war dies von zahlreichen Wanderern sehr gut zu begehen. Wir hatten zusätzlich noch Krödel dabei, die uns das Leben noch einfacher machten. Auf unserer Tour sind wir immer noch auf dem Weg Richtung Schäffler. Bei inzwischen sonnigem Wetter bietet sich teilweise ein toller Blick Richtung nördliches Flachland inklusive Bodensee. Die Gehzeiten vom Sentis bis zum Schäffler, der nächsten Einkehr und weiter bis zur Ebenalb, der Bergstation der Seilbahn, die nach Wasserauen hinunterführt, sollte man nicht unterschätzen. Vom Sentis bis zum Schäffler sind es rund 3,5 Stunden, vom Sentis bis zur Ebenalb 4,5 Stunden. Wenn man zuvor an der Rotsteinpasshütte begonnen hat und über den Linsengrat gekommen ist, kommen noch 1,5 Stunden hinzu, sodass man mit einer Gesamtgehzeit von 6 Stunden rechnen muss. Auf dem Weg zum Schäffler geht es immer wieder an einzelnen ausgesetzten und seilgesicherten Stellen vorbei. Kurz vor dem Schäffler-Gipfel wartet eine Treppe auf uns. Auf dem Schäffler-Gipfel, wenige Meter von der tollen Einkehrmöglichkeit entfernt, auf 1925 Metern, bietet sich uns ein grandioser Blick über das Alpsteinmassiv und das nördlich gelegene Flachland. Auf den Schäffler folgt ein einfacher Wanderweg in Richtung Ebenalb, den wir aber bei der nächsten Kreuzung schon wieder verlassen. Am Fuße einer steilen Felswand geht es für uns Richtung Escherhaus. Nach einer starken Stunde sind wir damit auch schon wieder bei der nächsten Einkehr. Das Berggasthaus Escher, eine einwandfreie Möglichkeit, ein Bierchen zu genießen, sehr spektakulär, direkt am Fels gebaut. Interessant auch die Stube, die direkt an die Felswand anschließt. Auf diese außergewöhnlich tolle Einkehr folgt direkt eine schöne Kapelle und interessante Passage durch eine Höhle. Auf diesem Weg gelangt man in gut 20 Minuten vom Escherhaus zur Ebenalb, der Bergstation der Seilbahn, die nach Wasserauen hinunterführt. Wir entscheiden uns aber für den Fußweg hinunter in Richtung des Startpunkts unserer Tour. Damit endet mit gut 600 Höhenmeter im Abstieg auf einfachem Wege unsere Alpsteinrunde in 2 Tagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne in weitere Videos meines Kanals rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.